Gruppe aus der Reihe Atelierbesuche beschreibt der nun folgende Film. Ein Experiment beginnt. Von 1975 an haben Armin Saub, Dietrich Bartscht und Heiko Herrmann für ein paar Jahre zusammengemalt im Münchner Kollektiv Herzogstraße, dem unter anderem auch die ehemaligen Mitglieder der Gruppe Spur, Heimrat Prem und Helmut Sturm, angehörten. Längst hat jeder von den dreien seinen ganz eigenen persönlichen Stil gefunden. Aber ihre alten Bilder aus der Kollektivzeit bezeugen, wie ähnlich ihre Ausgangspunkte waren. Nun, 20 Jahre danach, haben wir Bartscht, Herrmann und Saub noch einmal gebeten, zusammen ein paar Bilder zu malen. Die drei haben sich nach einigem Zögern darauf eingelassen, immer mit dem Vorbehalt, das Experiment jederzeit abbrechen zu können. Die vorsichtige Befangenheit war zum Glück unbegründet. Die alte Freundschaft, der gute Wille und mehr noch die immer bessere Laune führten schließlich zu vier durchaus respektablen Bildern. Die Entstehung eines davon haben wir hier dokumentiert. Na gut, ich bin einfach dafür, wir machen das mal so, wir fangen einfach an oder so. Nein, einfach mal, einfach beginnen und schauen, nicht? Also muss ja was auf die Leinwand aufgebracht werden. Das kann man ja dann machen. Nicht? Das war nur mein Wunsch. Ja, dass man irgendwas aufbringt. Nicht? Nein, es ist ja nur die Frage, dass wir uns vielleicht abstimmen, was möglich sein könnte. Es geht jetzt nicht darum, jetzt sagen wir mal, recht gut einen raffinierten Pinselstrich zu machen, sondern sich vielleicht einfach versuchen, mehr einzulassen, Möglichkeiten auszuloten, die vielleicht sogar schwer sind als Bild. Vielleicht zu akzeptieren oder so, nicht? Also, aber diskutabel vielleicht sind, weil es etwas ist, was wir nicht kennen. Also das ist dieses Mehr an Freiheit. Selber allein bin ich oft selber sehr verfangen in einem eigenen Bereich, eine eigene Zielstellung, und die könnte sich erweitern bei dreien. Es ist natürlich auch eins zu bedenken, es gibt auch so ein Verhältnis der Macht der einzelnen Ausdrucksweise. Und da, wenn da das ganze Seach entschieden und irgendwie auch sehr selbstbewusst abläuft, gibt es dort Einschüchterungen. Unbewusst, bewusst. Ne? Und dann willst du auch schon gar nicht mehr mitmachen, da so schnell. Und dann hast du auch irgendwie einen Klemmer davor, einzugreifen. Welche Absprache treffe ich? Bin ich jetzt zielorientiert? Es geht mir noch um das Bild, das heißt um eine Bildform, die ich auch akzeptieren kann. Als Bild, ein Bild muss man ja annehmen können, muss man akzeptieren können. Wollen wir das gemeinsam, das gemeinsame Bild, oder ist es entscheidend, dass der Weg dahin das wirklich entscheidend ist? Nicht im motorischen Sinne, sondern eben als reflektiver Moment, einfach als Gespräch und im Machen natürlich, wobei es möglich ist, dass es ein gemeinsames Bild gibt, wo es genauso möglich ist, dass wir das nicht brauchen und das andere ansuchen, also das Machen wichtig ist, der Prozess wichtig ist. Ja, mach mal. Das ist ein Wischer halt. Ne? Schon ein sehr schöner Raum, ne? Farbraum. Ist jetzt mehr also wir sind jetzt einfach mehr auf Farbraum gekommen. Ich glaube, dass auch diese Papiere große Rolle spielen. Substanz. Ja. Mach's mal mit Öl. Schön helleres Blau. Heller. Was darf denn sein? Ultramarin hell? Schrecklich.
Also mir allein würde es auch schwer fallen, ein so offenes Bild dann auch wirklich mal zuzulassen. Mhm. Das ist ja nicht so leicht. Du, kann man das mal umdrehen? Einfach auf den Kopf stellen. Also nicht die Rückseite. Und nur mal wissen, ob das hält. Ja, wenn wir es jetzt nochmal ganz auf den Kopf stellen. Nochmal ganz umdrehen. Also so einfach umdrehen. Es riecht so gut nach Ölfarbe. Ja, und das soll schön sein. Wir werden schon weiterkommen, sage ich dir. Ja. Wir können höchstens eines machen, das Weiß total dunkel lasieren und dann also. Aber das ist alles Effekthascherei. Ach gut, fertig. Ja, aber das ist doch herrlich. Die linke Ecke ist gut da. Ich finde alle Ecken, ich finde auch die oben ganz schön, wunderbar. Sehr gut. Und links, das was da drüber steht. Die Mitte ist noch nicht fertig. Ich würde da nicht mehr so viel drauf machen. Ich weiß, dass es mehr Gewicht kriegt. Ne? Obwohl diese einfache Transparenz, die da ist, die kriegst du ja nie mehr hin. Das wenn du da jetzt mit dem Weiß drauf gehst und gehst nochmal drüber, kriegst du ja nie mehr hin. Armin Saub empfängt uns in seinem Atelier mit einer kleinen improvisierten Installation. Schmale, mannshohe Leinwände unterschiedlicher Breite sind zu Raumfiguren zusammengestellt, die ihrerseits erst den Raum definieren. Eine Art Farblabyrinth ist da entstanden, das den Betrachter mitten in die Malerei hineinzieht. Corso nennt Saub diese Art von Bildplastiken und erinnert damit an den öffentlichen Raum italienischer Städte, in dem das alltägliche Sensation ist. Und so versteht auch Saub seine Malerei als etwas, das in den Raum hineinwirkt, den öffentlichen wie den privaten. Ich habe 1972, 73, 74 mit einem Bildhauerkollegen im Haus der Kunst auch Installationen gemacht, zum Beispiel Trennkammer oder das waren alles auch Raumartikulationen, die also weg aus der Malerei gingen in den Raum rein, weil der Kollege Bildhauer war. Und ich also mich immer schon für also die Erweiterung des Bildes in den totalen Raum hinein interessiert habe, weil ich der Auffassung bin und war, dass so ein Bild eigentlich sowas ist wie eine Membrane oder sowas wie eine Reuse. Diese Reuse, die hält man irgendwo hin und wenn man der Auffassung ist, dass also so ein Bild aus sehr vielen Eindrücken besteht, die dann natürlich verarbeitet sind in dem Material, Farbe, Formen und so weiter und so fort, dann könnte man also dieses direkt auch spüren, dass in so einer Membrane sich alles, was einen interessiert, verfängt. Die Absicht, dass also auch praktisch so eine Entfernung aus der Begrenzung des Tafelbildes praktiziert wurde, in einen fluktuierenden, strömenden Bildraum hinein. Man hat damals gesagt, dass man so etwas wie also die subversiven Kräfte der Fantasie, der Malerei in diesem Fall, einfach mal sichtbar werden lassen soll. Also ich habe damals gemeint, es wäre so, als würde einen die Malerei verschlucken. Also man wäre im Bauch der Malerei. Das war die Summe,
dieser Unternehmung. Da kam ganz deutlich raus, wie die Bildauffassung verändert war. Mit der Erweiterung, mit dem Sprengen des Bildraums, das ist also älteren Datums. Also ich meine, das gibt es ja in der Kunstgeschichte öfter. Und irgendwie hat sich so etwas auch durch die Konfrontation mit Plastischem ergeben. Weil dieses zusammenzubringen, Malerei und Plastik, das war ja ein merkwürdiges Konglomerat dann am Schluss in der begehbaren Malerei geworden. Dann kam auch zum Beispiel die Rückbesinnung auf das alles, was man eigentlich macht im Bild. Im Grunde ist das einzige Problem, das mich heute noch interessiert, daran, dass die Realität eigentlich nie einzufangen ist mit einem Schlag, sondern es ist ständig eine Art Hof um die Dinge, was vielleicht auch sowas wie die Poesie ausmacht. Es ist ganz einfach nur eine Art der Annäherung an Phänomene. Das heißt also, wenn ich also etwas ganz Bestimmtes, einen Tisch oder sowas malen will, wird das ja doch nie der Tisch sein, den ich da male. Es ist immer nur also ein Annäherungswert an etwas, was Tisch sein kann. Es ist natürlich ein Problem, das mich nicht so interessiert. Mich interessiert tatsächlich nur das, was übrig bleibt während dieses Prozesses der Annäherung. Also man könnte auch sagen, man malt manchmal die Innenseiten der Dinge. Ich habe kleinere Formate gemacht damals. Die haben sich beschäftigt mit so einem quirligen Hintergrund. Das war so, als wäre da etwas am Kochen. Deswegen habe ich die ganze Reihe dann Plasma oder Magma genannt. Und dann ist es tatsächlich passiert während dem Malen, dass das Blau, welches ja immer eine Hintergrundfarbe ist, nach vorne gesprungen ist, in den Vordergrund. Und das war praktisch sowas wie das irrationale Selbst, das man dann anfassen kann. Deswegen solche großen Formen hingeschrieben. Und die haben eine Ursache auch dort, wo ich zum Beispiel beim Nachbarn abends im Fenster, da habe ich also solche bizarren Formen da gesehen und das waren deren Zimmerpflanzen. Und deswegen habe ich die ganze Reihe da Pflanzengespräche genannt. Das heißt, irgendwie hat das immer so einen Auslöser. Man lebt mit den Bildern eben, ne? Ob sie nun gemalt sind oder nicht. Man ist da in einem Fluidum des Erfindens. Man muss sich jeden Tag neu erfinden, eigentlich. Wir sind immer auf der Sinnsuche der Bilder. Was können die bewirken? Was sollen die in unserer Gesellschaft? Was sollen die eigentlich hier in dieser Realität, die voller Zwänge, natürlich auch voller Annehmlichkeiten steckt? Ich meine, die Idee kommt nicht so von ungefähr. Es gibt tatsächlich Zwänge, die einen bis zur Untätigkeit, was jetzt die Malerei betrifft, bedrängen. Und in der Malerei ist es ja auch so, dass man die ganze Handlung zeichenhaft sehen kann. Ich will nur diese eine Möglichkeit für Situationen aufzeigen. Das soll auch keine therapeutische oder keine Trostsituation sein, sondern es soll ganz einfach nur mal die Möglichkeit einer imaginären Architektur der Fantasie, der Malerei aufzeigen, die aus einer Begrenzung hinausdriftet in eine viel größere Umgebung, in der also alles möglich ist eigentlich. Dietrich Bartscht wohnt in Arget bei München. Der ehemalige Tanzsaal der alten Dorfwirtschaft ist heute sein Atelier. Hier riecht es nicht nur sehr intensiv nach Farbe, hier dominiert Farbe. Das sieht man auch an den noch unfertigen Bildern, die überall herumstehen.
Bartscht, der eine Zeit lang nur schwarz-weiß malte, weil er, wie er sagt, innerlich keine Farbe mehr hatte, liebt jetzt wieder die kräftigen Valeurs und die deutlichen Kontraste. Es macht ihm sichtlich Spaß, in den eingetrockneten Töpfen zu rühren, die Farbe fingerdick aufzutragen. Dieser Mann hat ein sehr sinnliches Verhältnis zu seinem Metier. Am liebsten ließ er auch nur seine Malerei zu uns sprechen. Es ist jetzt sehr, sehr flüssig, die ganze Sache, sodass ich auch im Augenblick nicht weiter eingreifen kann. Ich muss es jetzt einfach mal lassen. Dietrich Bartscht ist ganz froh, dass das Bild ruhen muss. Er führt uns in den Hof des Anwesens, wo er mit seinen größten Formaten eine Ausstellung ganz eigener Art für uns arrangiert hat. Das Bildermalen beginnt also häufig schon beim Grundieren. Es liegt an dem Weiß, was ich auftrage, wie häufig ich sie grundiere, ob ich vielleicht überhaupt ein Weiß als Grund nehme oder eine andere Farbe, ob ich es zulasse, dass irgendwelche bereits eingetrockneten Farbreste auf der Leinwand zum Liegen kommen, also auf der weißen oder grundierten Leinwand. Das Malen beginnt sehr früh. Es gibt Techniken, um Malerei zu realisieren. Auch bei vielen Malern erkennt man, dass sie sehr gelehrig sind. Das heißt, dass sie immer besser werden und also technisch besser werden, weil sie ihr Handwerk lernen. Und dann stellt sich komischerweise häufig auch immer eine Routine und eine Lehre ein. Diese Vorstellung von Handwerklichkeit, die interessiert mich nicht. Ich versuche, die zu unterlaufen und versuche, wenig perfekt zu sein, wenig raffiniert zu sein, fast immer wieder bei Null zu beginnen auch. Ist fast ein bisschen manisch. So jedes Bild ist eigentlich wieder ganz von vorne zu beginnen. Und so als hätte man vielleicht noch gar nicht gemalt. Wenn das gelingt, dann ist das ein sehr schöner Zustand. Gelingt natürlich nicht immer. Ja, also es ist schon so, dass ich mich auch als einfach so als Durchgangsstufe sehe. Durch mich geschieht diese Malerei und ich habe am Leben teil. Ich halte mich nicht für irgendeine sehr fremde Person, manchmal schon natürlich, aber also nicht für entfremdet aus der Welt oder wie auch immer. Also Wirklichkeit geht durch mich und findet so einen Ausdruck, ohne jetzt so vordergründig abbildhaft politisch zu sein. Ich kann einfach nur daran erinnern an die große Reizüberflutung durch Medien, durch Zeitschriften, durch Fernsehen, durch die elektronischen Medien und solche Dinge. Und da ist so etwas, was so handgemacht ist, also so unperfekt wie so ein Bild. Es ist auch eine Unperfektheit, es ist dilettantisch. Also es ist auch so etwas wie ein Dilettantismus, den ich sehr gerne im Bild lebe. So könnte ich mich dann doch sehen als deutlich politischen Menschen. Es ist Widerstand, ja, es ist ein gewisser Widerstand ist das, ja. Man soll ruhig sehen, dass so ein Bild, dass es eine andere Form von Bild ist, als wie man es täglich geliefert bekommt. Das ist mir schon wichtig. Also dieses Machen, deshalb findest du bei mir eben auch heute in der Malerei, du findest auch die Schlacke der Malerei. Und das ist nicht als Methode, das erklärt sich aus dem Machen auch heraus. Es ist auch der einfachste Weg, im Prinzip die Farbe nicht sonderlich aufzubereiten, sondern sie zu nehmen, auch wenn sie eintrocknet, wenn sie 3 oder 4 Tage alt ist, sie dann nochmal zu bewegen, zu nutzen, um ein Bild entstehen zu lassen. Das ist ungeschminkt, das ist eine Form von Wirklichkeit, die ich mag. Es soll eigentlich gewöhnlich beiläufig sein. Ich hätte es fast gern beiläufig unangestrengt. Das ist so eine ideale Vorstellung. Schönheit, das ist das, was ich als schön empfinde, was dann aufleuchtet, was ich im Bild dann lassen kann, was mir gefällt.
Wahrscheinlich wird es der Betrachter dann auch sehen, als eine gewisse Kostbarkeit vielleicht oder eine Abwechslung, die aufscheint, die irgendwo in einem Zusammenhang steht. In dem Sinne bin ich auch einer, ja, einer Ästhetik des Schönen verfallen oder wie auch immer oder anhängig oder so. Und das Gewöhnliche, ist, dass ich auch auf das Ungewöhnliche warte. Also ein gewöhnliches Vorgehen und ich warte auch auf das Ungewöhnliche, was dann passieren kann, etwas, was ich nicht erwarte. Wenn ich, das musst du so verstehen, wenn ich etwas will, dann scheine ich schon das Ergebnis zu kennen. Oder ich gehe auf etwas drauf zu und dann kann ich bestenfalls das fast erreichen oder ganz erreichen. Aber es hat immer mit meiner Vorstellung zu tun. Und ich suche ein bisschen das Unerwartete, das Unmögliche. Heiko Herrmann geht nicht mit fest umrissenen Vorstellungen ans Werk. Malen ist für ihn zunächst einmal ein Dialog mit den Möglichkeiten und den Materialien der Malerei. Ein Dialog, der sehr spannend, aber auch recht mühsam werden kann. Wie sich dieser Dialog gestaltet, hängt hauptsächlich davon ab, wie sich die zunächst eher zufälligen und noch ganz offenen Formen allmählich zu einer Figuration verdichten. Auch wenn es beim ersten Augenschein überraschen mag, im Zentrum von Herrmanns Malerei steht die menschliche Figur. Mein Problem in diesem Stadium des Bildes ist der ständige Widerstreit von Formation und Deformation. Es geht mir darum, entstehende Formen, bevor sie erstarren, wieder zu zerstören, um zu komplexeren Formen zu kommen. Dabei entsteht Reibung, die erst Leben im Bild erzeugt. Erst wenn ich merke, dass sich Leben zu regen beginnt, fängt der wirkliche Dialog mit dem Bild, mit der Malerei an. Das kann sich in seltenen Momenten steigern bis zu einem rauschhaften Glücksgefühl. Ich muss aufpassen, dass sich keine Erstarrung einstellt. Wenn ich das Bild umdrehe, entsteht eine Art Schleudervorgang, bei dem ich auch meine eigene Schwerfälligkeit überwinden kann. So stellen sich neue Formzusammenhänge her. Ein anderer Blick aufs Bild wird wieder möglich, der sich sonst nie ergeben hätte. Außerdem glaube ich sowieso nicht mehr an ein klares Oben und Unten, weil sich mit diesen statischen Begriffen heute eh nichts mehr begreifen lässt. Thank you.
Das muss das Ton rausnehmen. Jetzt stürzt er ab. Ich begreife die Welt beim Malen. Wenn ich immer neue Farbschichten übereinander und ineinander lege, dann ist das ein ähnlicher Vorgang, wie wenn sich in der Wirklichkeit immer neue Erfahrungen und Ereignisse übereinander schichten und sich zur Welt verdichten. Beim Malen verschränken sich für mich die Farben zum Raum. Und wenn das Bild gelingt, ergibt sich ein selbstständiger Kosmos. Ich möchte im Bild eine optische Vielfalt, in der Schönheit aufscheint und in der ein Geheimnis bewahrt bleibt. Ich reagiere auf die Realität, aber ich verdopple sie nicht. Meine Bilder sind eher Gegenwelten, Kraftfelder, die Energie abgeben, statt sie abzusaugen. Heiko Herrmann malt immer mehrere Bilder gleichzeitig. Unsere Dokumentation von der Entstehung eines Bildes ist darum leicht irreführend. Herrmann braucht den Dialog auch zwischen den Bildern. Das ist eine weitere Methode, eine mögliche Erstarrung von vornherein zu verhindern. Natürlich ergeben sich dann auch Übereinstimmungen, Korrespondenzen im Verlauf des Malens. Dass das rechte Bild plötzlich zum Gegenstück dessen wird, das wir entstehen sahen, ist trotzdem der pure Zufall.